Okay, ich habe jetzt irgendwie gerade Herzklopfen wahrgenommen. Ich weiß aber nicht, woher das kommt. Es ist einfach da, denke ich mal. Wir haben den Rucksack vergessen, wie gesagt. Wir müssen erstmal wieder zurücklaufen. Warte, warte, warte. Das können wir auch noch ein bisschen, besser machen. Ne? Oh, die Hacke wird jetzt aber auch derbe abgenutzt. Wir haben 20 Punkte. Wir können gleich mal eben, wenn wir wieder oben sind, mal schauen, inwiefern wir die reparieren können. So ewig und 3 Tage kann man so eine Hacke ja auch nicht reparieren. Und die brauchen wir halt noch, ne? Außerdem, wenn wir es jetzt nicht vergessen, wenn wir jetzt hochlaufen, wäre es vielleicht auch ganz nice, ein wenig... wenig Eisen mitzunehmen für die Tür. So, gehen wir erstmal wieder schnell hoch. Um zu gucken, inwieweit unser Amboss war jetzt oben, ne? Oder war der unten? Wo war denn unser Amboss? Haben wir denn hier unten stehen? Oder haben wir den oben stehen? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, der steht draußen, ne? Hier unten steht der nicht. Nein, hier unten war der nicht. Doch, hier war er doch. Aber Diamanten haben wir oben. Egal. Den Amboss würde ich aber trotzdem gerne nach oben bringen. Der muss hier unten nicht stehen, der wird oben stehen. Oh, jetzt kann ich das nicht einsacken. Was kann ich denn hier einfach mal wegschmeißen als Müll? Hier, diese dusseligen flammenden Blüten. Weg damit. Die will ich gar nicht sehen. Hoch damit, hoch damit. Hoch, 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 hoch. Ah, ist das schön. Dieses schöne blaue Wasser. Amboss, der kann besser hier stehen. Das ist eine viel nicere Sache, wenn der hier oben steht. Erstmal, vielleicht auch einfach mal hier. Wieso auch nicht? So, Netherrack. Sulfur. Nein, nein. Bitte. Also wirklich, was ist denn hier schon wieder im Überlauf drin? Machen wir gleich. Netherstein. Auch sehr viel Netherstein, was wir hier haben. Wir müssen wahrscheinlich eine zweite Kategorie anlegen. Oder vielleicht doch nicht. Erstmal tun wir den hier rein, den Netherstein. Einiges geht wieder in Überlauf. Einiges vielleicht auch nicht. Aber erstmal kommt das Ganze hier weg. Dann bauen wir jetzt eine Eisentür. Die brauchen wir unbedingt. Und wir wollten ja auch einen Rucksack mitnehmen. Wir nehmen aber nur den kleinen Rucksack mit. Diesen hier. Mehr muss gar nicht. Einen kleinen Rucksack. Warum? Fragt mich nicht. Nur diesen kleinen Rucksack, um ein bisschen was aufzunehmen zwischendurch. Das kann ja nicht schaden. Jetzt wollen wir noch eine Eisentür machen. Eine kleine Eisentür für uns. Also eine Eisentür für den Nether ist schon was Nices. Jetzt müssen wir nochmal nach oben wegen des Schiesels. Diesen dusseligen Schiesel können wir eigentlich auch ganz gut mitnehmen. Diamanten müssen wir jetzt auch mal eben rausnehmen. So, das haben wir hier oben. Jetzt gucken wir mal eben wegen dem Schiesel, ob man mit dieser Eisentür noch irgendwas machen kann. Kann man nicht. Mit dem Hammer kann man die vielleicht noch bearbeiten. Glaube ich aber fast auch nicht. So, den Schiesel behalten wir jetzt einfach mal im Inventar. Diamanten. Wir haben ja noch ein paar Diamanten. Mit einem goldenen Schlüssel müssen wir auch noch arbeiten. Habe ich schon mal erwähnt. So, wir nehmen mal 2 raus. Wie sieht denn das jetzt aus, wenn wir das reparieren wollen? Kriegen wir jetzt einen Herzinfarkt? Ja, wunderbar. 26 Erfahrungskosten. Aber da wird auf jeden Fall einiges gemacht. Noch ein bisschen sammeln. Hilft nichts. Es hilft nichts. Sacken wir die erstmal wieder ein. Und packen die Diamanten wieder weg. So, das sortiert sich weiter fleißig ein. Und wir gehen einfach nochmal runter, oder? Wollen wir nochmal runtergehen? Wir gehen nochmal in den Nether. Wir haben jetzt einen Rucksack dabei. Ansonsten brauchen wir eigentlich auch nichts. Achso, Holz wollten wir noch mitnehmen. Ja, so ein bisschen Holz kann ja nicht schaden.
So viel jetzt auch nicht. 64 reicht. Auch gerade Birkenholz, das ist schon okay. Steine wollten wir auch noch ein bisschen mitnehmen. Ne? Die wollen wir nicht alle wieder. Wir haben so viele Steine. Die können wir sehr gut mit nach oben nehmen. Ich finde unsere kleine Sammlung hier irgendwie total toll. Ich bin so ein bisschen stolz darauf. So ein bisschen stolz bin ich da ja drauf. Und auch hier wieder mein Kommentar. Ja, wir werden auf jeden Fall auch noch die Höhle machen. Die werden wir auch noch erkunden. Aber jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Netherrack sammeln. Oder Netherstein in Form von der Burg, die wir abbauen. So, diese Pflanzen sammle ich jetzt wieder mit ein. Die sind hier ja noch liegen geblieben. Und es geht wieder runter. Und noch einmal umschalten. Shader abschalten. Und gucken. Aus mit dem Shader. Zack, zack, zack. Wollen wir das ganze Teil mal irgendwie ein bisschen größer bauen? Oder reicht uns das? Wirklich groß ist das ja nicht. Ach, ein Knopf fehlt uns jetzt, ne? Knopf brauchen wir auch. Ich vergaß. Wir müssen ja auch noch, dann müssen wir auch einen Knopf haben. Diesen dusseligen Knopf. Okay, lass uns Folgendes machen. Wir stellen jetzt hier eine Crafting-Truhe hin. Und machen mal eben einen Ofen. Und machen mal eben ein bisschen Holz da rein. Und mach mal eben ein bisschen Stein da rein. Nur ein. Komm, 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 komm. Nee, ich brauche zwei, fällt mir gerade auf. So, einer ist schon mal fertig. Nee, wir brauchen noch mehr. Oh, warte mal. Einer reicht ja schon. Guck. Das reicht. Rest wieder raus. Das natürlich nicht so. So, das funktioniert doch. Wunderbar. Jetzt können wir dir die Eisentür auch setzen. Ruhig. Nein. Nein, 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 nein. Wo bist du? Ja. Ja, wunderbar. Hat er eine Gasträne fallen lassen? Ich will die Gasträne haben. Da ist eine. Geil. Super. Wir sind hier richtig erfolgreich auf dieser Insel im übertragenen Sinne gesehen. Hey! Was ist? Ruhig da oben. Ruhig. Ruhig. Aber ich liebe diesen Bogen. Ich liebe ihn einfach. Da oben ist noch was. Alter, wie viel sind denn da? Kommt mir bloß nicht zu nah, sonst muss ich euch leider umnieten. Eine Gasträne habe ich schon. Geil, ist eine richtig super Gelegenheit. Das kommt hier erstmal weg. Zu Rotz. Super geile Gelegenheit auf jeden Fall. Zubehör für unser zukünftiges Labor zu sammeln. Sollten wir das irgendwann nochmal bauen. So, hier müssten wir auch irgendwo noch den Knopf hinsetzen. Den bauen wir am besten hier oben drüber, genau. Sehr schön. Hier setzen wir noch zwei Fackeln drüber. Schöner kleiner Unterschlupf. Es ist eine ziemlich coole Sache hier. So, hier ist auch genug Licht drin. Wir sind eigentlich ganz zufrieden. Und jetzt geht's weiter. Vielleicht sollten wir auch noch eine kleine Truhe hier reinbauen. Ach, was soll's. Wir nehmen den Rucksack. Alles in den Rucksack hier. Der ganze Krempel. Die Steine. Keine Ahnung. So eine kleine Truhe wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir hier trotzdem noch reinbauen würden. Wenn man doch mal hier unten auf Dauer was ablegen will, dann ist sowas sicherlich nicht schlecht. Was ich als erstes ablegen möchte, ist diese Spitzhacke. Und einfach so ein bisschen Holz, dass man immer sowas hat, wenn man hier mal in den Nether geht. Steine, hier diese 2x64. Und 31 können wir da auch reinpacken. Das reicht aus, was wir hier haben jetzt. Die packen wir auch nochmal weg. So, Spitzhacke. Und dann sind wir eigentlich bereit, nochmal ein bisschen in Richtung der Burg zu laufen.
Wie gesagt, der Eingang ist jetzt so ein bisschen doof gelegen hier direkt auf der anderen Seite. Man könnte das auch irgendwo nochmal umbauen, aber irgendwie habe ich jetzt nicht so richtig Lust dazu gerade. Was? Alter, ich habe so eine Gänsehaut hier unten. Das ist echt nicht mehr feierlich. Da hat gerade ein kleines Mädchen geschrien. Ich will doch hier einfach nur etwas Nether suchen. Wir buddeln uns mal weiter durch. Mal gucken, wohin wir kommen. Also das ist ja, wenn wir nochmal unseren Atlas zücken jetzt, ne? Das ist ja nun die Strecke zur Burg und letztendlich, was sind das für Symbole da? Und letztendlich ja auch die Strecke nach Hause übertragen gesehen. Wenn wir hier weiterlaufen, durch diese Burg durch und einfach nur zur nächsten Burg laufen, da waren wir schon in der Burg. Also in dieser müssten wir schon gewesen sein. Es gibt auch irgendwo noch eine, oder das ist die vielleicht auch, die wir sowieso nochmal erforschen wollten. Die haben wir noch nicht erforscht, diese Burg. Diese linke Burg haben wir definitiv noch nicht erforscht, in dieser waren wir schon, in der rechten. Und wenn wir hier einfach nur weiter geradeaus gehen, wir kommen auf diese Burg auf jeden Fall zu und dann sind wir fast zu Hause. Wir können also, wenn wir das wollen, wir müssen noch nicht mal eine Seebrücke bauen in der Oberwelt, sondern wir können hier unten auch eine Bahnstrecke bauen, durch diesen ganzen Netherrack durch. Verbrauchen viel weniger Material und sind schnell zu Hause, wenn wir das denn wollen. Aber im Moment, muss ich ganz ehrlich gestehen, will ich noch gar nicht nach Hause. So, ein Atlas kommt erstmal wieder weg. So, lass uns das jetzt erstmal so machen, dass wir hier so ein bisschen immer auf einer Höhe bleiben. So, ein Burger noch, dann haben wir auch kein Essen mehr. Aber im Moment, wie gesagt, es sieht noch recht gut aus. Jetzt stellen wir noch mal ein paar Fackeln hin, dass wir uns sie auch weiter zurechtfinden. Das ist ein bisschen niedrig hier. Das würde ich gerne noch etwas höher haben. Ah, noch ein bisschen Quarz. So. Mehr gibt's jetzt nicht. Mehr gibt's jetzt nicht an Quarz. 8-mal Quarz. Und weiter geradeaus. Weiter durch den Netherrack gekämpft. Wir hätten eben, als wir in der Oberwelt waren, schon ein bisschen was in den Ofen schmeißen können eigentlich. Haben wir jetzt vergessen. Wollte ich erst machen, aber wir haben nicht mehr so viel Kohle. Und dann habe ich überlegt, was ich sonst nehme. Und dann bin ich drüber hinweggekommen. Aber ist egal. Also, das brennt ja auch relativ schnell. Zu Netherstein, zu Netherziegeln um. Ja, verbrennt schnell um. So ist es richtig. Wirklich richtig weit durch den Nether. Hier könnte man wirklich eine schöne Schiene bauen. Das könnte man hervorragend ausbauen auf Dauer, wenn man das denn wollte. Also ich bin jetzt auch echt in so einer Phase. Ich persönlich bin jetzt in so einer Phase, wo ich wirklich richtig mal ans Arbeiten komme. Ne? Sonst habe ich auch manchmal so ein bisschen, denke ich mir, jetzt bist du mit einer Sache fertig oder jetzt weißt du gar nicht so richtig, wie machst du jetzt am besten weiter. Im Moment geht das total nice, weil wir jetzt hier gerade Stück für Stück was richtig Nettes aufbauen hier. Bisschen Nether-Erfahrung hier sammeln und auch richtig coole Sachen mitnehmen. So, mit der Spitzhacke müssen wir jetzt so ein bisschen aufpassen, sehe ich gerade. Sonst geht die uns gleich hops. Die nutzt sich hier so schnell ab, weil wir auch mega schnell abbauen hier. Huch, das wollen wir auch nicht. Ein bisschen haben wir noch. 23 Punkte haben wir. Wir müssen gleich noch irgendwie an anderer Stelle. Oh, überall dieses Blut. Was ist das widerlich? Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Atlas gezückt. Wir sind nicht mehr weit von der Burg weg. Lass uns dieses kleine Stück noch machen. Also ich würde jetzt gerne diese Burg irgendwie sehen wollen. Wenigstens sehen wollen. Wenn wir jetzt Glück haben, ist sie auf gleicher Höhe. Wenn das jetzt
Wenn sich unsere Spitzhacke jetzt zu sehr abnutzen sollte, dann haben wir eben Pech gehabt. Dann müssen wir das später machen. Aber diese Burg sollten wir auf jeden Fall bei der Gelegenheit, wenn wir jetzt hier sind, auch nochmal erforschen. Immer wieder. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich mich umgucke. Weil ich diese Geräusche höre. Es ist irgendwie auch im Instinkt des Menschen drin, ne? Dass solche Geräusche einfach Bedrohung für den Menschen bedeuten und dass er sich, auch wenn er ja weiß, dass das nur Geräusche sind, aber trotzdem denkt er, es könnte irgendwas Schlimmes sein. Das kriegst du auch so schnell nicht raus, ne? Ich weiß ja, dass das nichts ist, dass es nur dieses Texture Pack ist. Aber trotzdem ist man immer wieder alarmiert und irgendwie gewöhne ich mich da auch nicht wirklich dran. Oder es dauert halt ein bisschen länger. So, jetzt baut sich gerade was auf, deswegen hängt das gerade tierisch. Und weiter kämpfen wir uns durch. Noch ein bisschen Netherrack hier, ein bisschen Netherrack da. Und wenn wir jetzt Glück haben, ist die Burg sogar in etwa auf unserer Höhe. Wenn wir Pech haben, ist sie völlig woanders. Und wir müssten uns noch ewig durch den Netherrack buddeln, bis wir die haben. Ich hoffe, dass das nicht so ist. Ich hoffe, dass das nicht so ist. Wir sind direkt davor, also rechts von uns ist jetzt eigentlich irgendwo die Burg. Wir machen noch ein Stückchen weiter geradeaus. Noch eine Fackel hier gesetzt. Und dann gucken wir mal. Oh ja, noch ein lecker Quarz. Man kann übrigens noch so andere schöne Steine bauen. Die haben wir auch schon mal zusammen in der Let's Play Together Welt gebaut. Das ist jetzt allerdings auch schon wieder ein Jahr her. Was waren das noch für Steine? Wie baut man die nochmal? Und wie heißen die? Sonst kann ich das ja auch nachgucken. Ich meine, wenn ich jetzt ein bisschen suchen würde, würde ich die auch finden. Keine Frage. Aber mir fällt es jetzt auch spontan nicht ein, wie die heißen. Das sind auch ziemlich geile Steine. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass man dafür auch Quarz braucht. Ich bin mir aber nicht sicher. So, jetzt buddeln wir mal so ein bisschen nach rechts. Wir sind direkt bei der Burg. Jetzt und hier. Sind aber nicht auf der Höhe der Burg. Die kann irgendwo sein. Mist ist das. Y57. Das ist nicht besonders hoch, aber auch nicht besonders niedrig. Das ist irgendwo mittendrin. Und ich wüsste jetzt gar nicht, welche Höhe ich hier einschlagen sollte, um die zu finden. Aber weißt du was? Wir müssen das vielleicht jetzt fürs Erste auch gar nicht tun. Unsere Spitzhacke ist fast aufgebraucht. Wir müssen sowieso zurück. Wir haben jetzt 24 Punkte. Und wir müssen jetzt noch ein bisschen mehr Punkte finden, um die aber mal zu reparieren. Diamanten haben wir genug. Das ist keine Frage. Damit können wir das hinkriegen. Aber wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Unser ganzes Unternehmen auf dieser Insel hängt von dieser Spitzhacke maßgeblich ab. Sollte uns die flöten gehen, dann sind wir sehr, sehr stark eingeschränkt. Und dann würde ich sogar befürworten, dass wir uns durch den Nether einen Weg bauen, damit wir eben nach Hause können, schnell, um uns neue Spitzhacke zu craften und dann wieder hier hinzugehen. Das ist ja wirklich eine nice Sache, glaube ich. Müssen wir nochmal überlegen. Also das lasse ich nochmal so ein bisschen in meinem Kopf reifen. Jetzt gehen wir erstmal nach oben. So, lassen wir jetzt irgendwas hier oder nehmen wir alles mit? Heart of Fire. Geilomat. Was ist das denn? Heart of Fire. Hatten wir das schon mal gefunden? Das haben wir doch jetzt gerade von dem Golem bekommen oder von dem Ogre. Heart of Fire. Heart of Fire. Optionen. Optionen. Ist hier eigentlich noch irgendwas drin? Diese ganzen Öfen hier, das können wir eigentlich auch mal mit nach oben nehmen. So, was hängt denn hier jetzt gerade? Hallo? Spiel hängt gerade tierisch und ich weiß nicht wieso. Wieso hängt denn das jetzt so bekloppt? Das Spiel hängt jetzt gerade. Vielleicht haben wir es jetzt überfordert mit dem Nether. Nether rein, Nether raus, keine Ahnung. Es leckt gerade leicht und ist aber eigentlich auch nicht so schlimm. So, wir gehen mal hoch. Wir haben noch ein bisschen Eisen mitgenommen. Alter, was ist denn jetzt los? Würdest du jetzt bitte aufhören zu laggen? Ja, also
die Folge ist halt gleich zu Ende. Das wäre jetzt nicht so schlimm, ne? Dann würden wir halt eine Pause machen. Aber trotzdem, wieso leckt denn das jetzt so? Manno. Speicher voll. Ja, keine Ahnung. Ist auch nicht so schlimm. Wir sind auf jeden Fall oben mit dem ganzen, Netherstein, dem ganzen Nether, Netherrack. Und müssen uns jetzt ein bisschen Holz besorgen für die Öfen. Wir werden mal rausgehen, wahrscheinlich Bäume fällen oder sowas. Auf jeden Fall ist das eine ziemlich nice Expedition, die wir jetzt gerade machen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schönen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, das weißt du ja, freue ich mich über ein Like. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo freuen. Nochmals danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.